Guten Morgen, Tag 8 der Kälte-Challenge. Es ist ein bisschen windiger geworden. In der Zwischenzeit ist das Wasser in Richtung Flut gegangen. Und ihr seht im Hintergrund einen wunderschönen Sonnenaufgang. Lasst uns mal ganz kurz den zusammen genießen. Und ja, ich springe jetzt mal ins Wasser. Ganz vergessen noch zu gestern. Ja, ich bin gestern Morgen schwimmen gewesen. Dann hat es mich überkommen beim Spazierengehen, dass ich noch mal 5 Minuten nachgelegt habe. Und nachmittags hatten wir dann so ein geiles Wetter, dass man tatsächlich am Strand in der Sonne liegen konnte. Da bin ich dann noch mal 20 Minuten ins Wasser. Und ja, ich muss sagen, ich habe versucht zu schwimmen, aber mein Gesicht will das nicht. Ich habe immer ein paar Züge gemacht, ich habe versucht, mich dran zu gewöhnen. Aber es ist schon echt heftig. Das war jetzt nicht so meins. So, das war der Nachtrag und jetzt gehe ich ins Wasser. Jetzt noch mal eine Aufnahme ohne Wind. Ja. Tag 8 ist ins Land gegangen. Ich war 20 Minuten im Wasser. Das Wasser hat sich viel kälter angefühlt. Einmal kann es an mir liegen, zum zweiten auch an den Wellen, die durch den Meerwind gekommen sind, und gleichzeitig Ebbe, die Strömung macht dann doch noch was aus. Aber alles ist okay und ich gehe jetzt mal ein Käffchen trinken.